Ding sieht episch aus. Tag auch und willkommen zu Let's Play Mario, wie ist das, Power Tennis Together für den Gamecube. Zu Gast bei mir ist... Steve aus Long Island. Gottes Willen. Wir zocken das diesmal erstmal zu zwei zusammen. Ich habe auf jeden Fall vor, das irgendwann auch nochmal zu viert aufzunehmen. Aber heute als erste Folge, weil wir erstmal nur zu zweit hier sind, machen wir das erstmal zu zwei. Peach Dome. Mein Dome, Digga. Dein Dome, Digga? Nehme ich überhaupt auf? Ich guck nochmal kurz rein. Ja, sieht super aus. Habe ich nicht vergessen aufzunehmen. Was? Wieso ist das ein X drüber und keine Farbe? Sehr gut, mein Charakter macht die erstmal fertig. Tiny Eyeball Man. Oh, was ist jetzt los? Ich opfer einfach Wario und lauf weg. Ich glaube, das wird genau andersrum laufen. Ich glaube, die werden beide auf die Fresse kriegen. Du meinst von Peach? Mit Sicherheit nicht. Guck, da ist... Nee, das ist Daisy. Ups. Was ist das blaue Ding mit dem roten Kram auf dem Kopf? Ja, eindeutig das. Es werden immer mehr von den Teilen. Natürlich. Die Roboter übernehmen die Welt. Voll Alarm. Wie unlogisch. Der Roboter hier war sich seiner Umwelt bewusst. Er hat die Tür erstmal geschlossen, damit er niemand runterfallen kann. Natürlich. Oh, Hoffsa. Browser meinst du? Sein Tennisschläger hat Hörner, ich glaube es nicht. Der Bowser-Browser. Na und nu? Zieht an einem Hebel, wie Browser es immer tut. Browser? Browser. Browser. Siehst du? Das hab ich gesagt. Natürlich. Ey, der ist voll gut. Ich frage mich, wie er sich so schnell bewegen kann mit der Masse. Ein Apparat, mit dem du dir selbst mit dem Hammer auf den Kopf hauen kannst. Wie geil. Was ist denn das jetzt? Ich glaube, er will die trainieren. Das sieht bequem aus. Das scheint ein ziemlich effizientes Training zu sein. Guck dir das mal an. Wow. Yes. Waluigi und Wario durch dieses spartanische Training. Ich frage mich, ob man Bowser auch jetzt spielen kann im Spiel. Die Frage. Das ist aber gar nicht Yoshi und Donkey Kong. Ich bin mich verarscht. Ich will mein Ticket zurück. Du nimmst doch selbst ein Teil, Mensch. Dabei steht dann für sich. Yeah. Yes, einfach aktualisiert, läuft. Birdo? Kannst du nicht spielen? Ich sitze im Zuschauerraum. Oder war das nur sowas wie Birdo? Ich denke mal, du wirst trotzdem spielen können. Alter, die haben sich richtig Mühe gemacht und eine ganz schön lange Eröffnungssequenz hier reingenagelt. Mhm. Und schlecht gemacht finde ich die gar nicht mal. Ich wüsste aber gerne, was das mit Tennis zu tun hat. Macht denn hier Bombentennis? Die haben jetzt halt eine Handlung geschaffen, warum die Mario-Nasen Tennis spielen. Gut, aber warum dieses rigorose Training von Wario und Waluigi? Damit sie bei dem Turnier Mario und so platt machen. Ja, aber jetzt haben sie eine Maschine dafür. Ja, damit sie die Maschine besser bedienen können. Was für ein Quatsch! Yes, Kugelwilli! Der müsste doch explodieren im Augenblick, wenn der Schläger da rankommt. Wie unlogisch. Scheint funktioniert das nicht so. Natürlich. Zufall gibt's mal. Der Ballon schluckt dir auf. Oh, oh. Da sind eine Menge Bomben drin. Jo, ein, zwei. Natürlich. An Bowsers Stelle würde ich auch eindeutig direkt auf ihn zusteuern. Ich warte immer noch drauf, dass Waluigi endlich sein eigenes Spiel kriegt. Niemals, niemals. Ich kann dir auch nicht sagen, warum ich irgendwann angefangen habe, den zu spielen. Ich finde den irgendwie am coolsten. Bei Mario Party, seitdem der eingeführt wurde, spiele ich den immer und bei jedem Nintendo-Spiel, wo du ihn wählen kannst, nehme ich ihn.
Ja, außer bei Smash Bros. Ja. Und, aber mittlerweile erkenne ich aber auch den Zusammenhang. Er hat ein L auf dem Kopf. Für Lyra halt, ist ja logisch. Ja, eindeutig. Natürlich. Das ist mein Charakter. So, soll ich mal Start drücken? Jo. Dann drücke ich Start. Memory Card ist drin, ja. Powerschalter und so. Dann machen wir doch mal Match-Turnier, Minispiel, fortsetzen, Statistikoption, Match. Kannst du starten? Wo ist er? Ist er? Blutschi! Ah, Match mir. Der ist defensiv. Hi. Der blöde Pfirsich. Erstmal einzeln gegeneinander. Jo. Du hast gedrückt, okay. Wähle einen Platz. Ja, nehmen wir den oder was? Den Peach-Dom. A-Platz. Standard, Ringschießen, Item-Wettkampf, wir machen Standard, ne? Mhm. Gut. Erstmal reinkommendes Spiel. Powerbälle an, setze ein. Aber normal. Ja, setze ein. Einen Satz reicht erstmal, ne? Mhm. Oder? Jo. Sicher? Ja, mhm. Mal macht drei. Aber mach drei. Aber einen richtigen Satz mit bis zu sechs. Nein, mach drei Sätze. Ach, und zwei Spiele. Scheiße. Gut, dann geht einfach mal los, ne? Nein, nicht sechs Spiele, Alter. Ne, wenn. Ich hab doch gesagt, einen richtigen Satz dann. Okay. Okay. Waluigi versus Pfirsich. Nein! Oh Gott, wir können ja auch, wenn ich drei Sätze eingestellt habe, soll ich nochmal abbrechen, dann machen wir nur einen Satz? Nein, mach. Du meinst nicht, wir ziehen das jetzt durch. Nein, wir ziehen das durch. I'm ready! Bam, die 8 hast du verstanden. Oh nein, was war da das? Yeah, von dem Ass an, Mann. Over here, hallo hier, over here. Was ist denn das für ein Was soll ich dagegen machen? Vielleicht mal da stehen bleiben, wo ich ihn aufschlage, statt auf die andere Seite rüber zu rennen? Bam! Oh, man darf nicht zu früh drücken. Herr Stecker fress. Dann bleibt er nämlich stehen, indem du ihn nur drückst. Was soll ich mal da? Nee. Du arbeitest bis jetzt auch nur mit der A-Taste, oder? Ja. Okay, ich werde euch mal andere Tasten ausprobieren. Ich nicht, weil... Okay, auf der B-Taste darf ich dich verarschen. Der ist noch gekriegt. Der legt mir an den Füßen. Knack! Bamsen! Es leuchtet, ich will was machen. Warum leuchten die Schläger? Auf der B- und auf der Y-Taste verarsche ich dich nur! Ich habe die X-Taste gedrückt. Ich glaube, wir haben das Spiel schon mal gespielt. Ich glaube auch, das kommt mir bekannt vor, aber es ist lange her. Haben wir nur einmal angetestet, ja. Na gut. Bam! Scheiße! Jetzt kommt hier mal ein mega Hyperaufschlag. So Hyper fand ich den gar nicht. Was sollen die Sterne auf dem Fußboden immer? Ach, hör doch auf! Bam! Hä? Was immer dein Schlag war, hat nicht viel gebracht. Deswegen hab ich so den Ball verlangsamt und ihn dir direkt vor die Nase gelegt. Ich fand's nicht schlecht. Ich glaube, das ist einfach nur so ein Rettungsmove. Waluigi ist ja. Ich hab doch gar nichts Spezielles gedrückt. Doch, die Erdnuss hatte ich mit dabei, aber. Hat auch nicht viel gebracht. Ich glaube, defensive Spieler. Waluigi ist ja hingeschwungen zum Ball, wo er war. Ich denke mal, bei irgendwie offensiv wirst du was anderes haben. Guck mal, ich bin nicht in der Nähe des Balls und der Ball wird getroffen. Siehst du? Ja, alles klar. Bam! Waluigi! Wow, hat mich das weggenagelt. Scheiße, echt, ja? Hast du es gesehen? Ich hab mich gedreht. Achso, ja, nee, hab ich nicht wirklich drauf geachtet. Pass auf, ich auch brauchen wir nicht. Achso, Entschuldigung, ja. Ich seh's beschneiden. Yes! Ich muss jetzt noch reinkommen. Entschuldige, oh. Knack! Ich hab mich gerade, ob das überhaupt Sinn macht, schon früher auszuholen, weil er stärker schlägt. Wahrscheinlich, ne? Ja, ich glaube auch. Ja, das darfst du aber nur machen, wenn du schon richtig stehst. Weil dann. Wenn ich den Ball siehst, ja. Ja. Bei der zum Beispiel. Ah, hör auf! Da kam Schmerz ich nicht mehr ran. Oh nein! Ich mach das so! Kannst du knicken, ich hab den noch! Ja, wieso? Was hast du das? Ich drück springen. Peach bleibt erstmal stehen. Mhm. Sehr gut. Das machst du gut. Na! Das war unfair, ich war nicht drauf vorbereitet. Bam! Cheater. Was soll ich denn gegen solche Überaufschläge machen? So. Bam! Na komm, haben wir noch? Ach, was kommt denn jetzt? Ja, ich hab's gemerkt, jetzt bin ich herzmäßig nach hinten geflogen. Guck dir diesen auf. Oder auch nicht. Zack!
Blast! Boah. Und es war ein bisschen schwierig zu sehen, in welche Richtung das Ding geht. Ach. Ach, da kamst du doch an am Arsch! Hör doch auf! Ich schwimme dahin. Gleich im Kontakt mit dem anderen. Yes! Ich stand beide nur am Netz. Ey, das war hier perfekt geplant. Das kann nicht Wiederholung sein. Kurzer Ball. Nein! Scheiße! Ausgetrickst. Ausgetrickst am Arsch. Ja! Was für ein... Er ist gesprungen. Ja, du lernst vom Besten, von mir halt meine auch Fehler. Fehler, das ist ein Trick. Aber Nakito ist ziemlich flott beim Bälle einsammeln. Ja! Nein! Wieso bin ich auf einmal so wesentlich schlechter? Vielleicht bin ich auch einfach so wesentlich besser das geworden. Das glaube ich nicht. Da! Nein! Warum bist du dafür geschwommen? Weiß ich nicht. Deswegen bin ich geschwommen, nur um dich zu verwirren. Ich weiß noch nicht, wo der große Unterschied jetzt zwischen der Y-Taste ist. Dann habe ich einen blauen Schweif dran, statt einen orangenen. Nein! Hier, Einsatz gewonnen, würde ich sagen. Ein Spiel nur, das sagst du mal rein. Knack! Lauf! Was denn? Arsch! Schwimm doch! Nicht atmen dürfen! Over hier! Over hier, Christe! Bam! Oh, ich bin zwar von beiden weg gewesen, so ein Dreck. Nein, ich bin! Oh, Schwert! Zack! Ja. Schwimm ist mega! Hör auf! Oh, du musst doch nicht jedes Mal sofort diese scheiß Superfähigkeit nehmen, wenn du sie hast! Doch, muss ich! Mann! Fuck, aber so unfair! Knack! Hör auf! Yes! Ich spiele so gerne am Netz. Warte, ist das Baum noch zum Schlagen da? Aber ich sehe noch keinen Unterschied von wegen Slide oder Slice oder irgendwas im Schlag. Scheint mir alles das gleiche zu sein. Und weiß noch nicht. Ach man, wofür die scheiß Sterne auf dem Fußboden sind, die hier auftauchen. Ich glaube, das heißt einfach, dass der Ball mega langsam ist. Ach. Nee. Ab ans Netz. Yes! Lauf, Miststück. Bam! Ach, hör auf! Da komme ich nicht mehr ran. Was soll ich sonst machen? Das waren so schöne Aufschläge. Jawohl! Brechball. Scheiße! Aber ich hab noch einen Brechball. Ach, auf! Oh, das war so super gespielt, dann kommt da die Grütze! Nein! Nein, nein, nein! Das war der Matchball. Matchball noch nicht, war nur ein Brechball. Da! Hör auf! Yes! Was hat der Brechball? Lyra-Schlag. Blast. Oh, hör auf. Konter ich mit dem... Konterherz. Mann. Das ist ein echt langer Spiel. Zieht sich ein wenig. Nein. Jawoll. Return. Ha. Yes. Aufschlag. So, jetzt zeig dir mal. Bam!
Kannst du knicken? Nein! Jawoll! So, da gibt's ein Special. Ne, so wollte ich das nicht haben. Bam! Oh. Hey, hey. Das wird noch eine Bedeutung haben mit dem Stern. Ich glaube wahrscheinlich, wenn du drin stehst und schlägst, hast du wahrscheinlich Schmetterbälle oder so einen Schmutz. Bam! Siehst du? Ach, dann kriegst du jetzt hier ein... Ich wollte nicht schwimmen, ich dachte, ich stehe im Stern und drücke die Spezialtaste, verdammte Axt. Hör doch auf! So. Ach, so ein 3D. Ich kann das Spiel so gerade... Das bin halt gerade so verlieren. Hui! Nein! Den hättest du ohne dein Scheißherz nie gekriegt! Ich weiß, das ist nicht eingesetzt. Hör auf! Nein, nein! Schwimm! Schwimm zum Ball! Das ist so lächerlich. Ach. Aber den Ball ranküssen oder was? Oh, scheiß Pfirsich! Hammer! Ich war noch nicht auf. Du hast gedreht. Scheiße. Ich war was? Du hast dich noch gedreht. Ich glaube, da kannst du nichts machen so richtig. Mist. Ach, hör auf. Ist nicht. Ach, das ist ein Scheiß. Ist das? Wieso, was hast du denn da für Wirbelkack? Ist das ein Nachteil auf dem Vorteil? Das ist ein Nachteil, das ist ein Nachteil. Weil du dich schlechter bewegen kannst und ich glaube, du kannst auch keine Spezialfähigkeiten einsetzen dann. Okay. Oh. Jawoll! So, Aufschlag. Ich bin definitiv kein Tennisprofi. Hm. Ich würde gerne mal richtig einen Block schlagen und sowas. Mann. Aufschlag, hey. Spielsatz und Sieg. Oh Mist. Fehler? Oh, wie soll ich nur noch rankommen? Ast rein! Ha! Jetzt geht's los hier! Wieso stellst du dich immer so dick ans Netz und wieso kriegst du den Ball auch noch dabei? Wusst wie? Ich bin halt ein Netzprofi. Den hätte ich sonst nicht gekriegt. Den erschwimme ich mir noch. Knickste! Eigentlich ist jetzt die Spezialfähigkeit Pieknagel direkt auf dich drauf. Die Spezialfähigkeiten sind echt Blödsinn. Ich glaube, ohne kommt man besser aus. Nö, die sind ganz gut, wenn du nicht mehr rankommst, ne? Ja, aber... Und dann aufgeladen bist dafür. So, erster Satz meiner! Ach, Jan, sonst besteht ja aus 6 Spielen. Blampf! Boah, das ist ein geiler Aufschlag. Leider hast du den gekriegt, Mann. Da, Laufmäuschen. Oh, hör doch auf! Ist das nervig! Blampf! In your face, den Ball! Wow! Ah! Also ich habe noch nicht raus... Also mit 2 Schlagtasten hast du ja so einen orangenen Streifen am Ball mit 2 Schlagtasten einen blauen. Wo der Unterschied ist, ist mir echt ein Rätsel. Ja, auf wenn du B zum Beispiel, B oder Y nimmst, ist glaube ich blau und X und A hast du den normal mit rot. Pass mal auf, ich drücke jetzt Y, siehst du, da ist ein blau dran. Oh. Ah, die blauen Kurven. Ach so. Was mache ich eigentlich mit den LNR-Tasten mit? Ah, das war doch hier eindeutig noch drin, also hier ist ja schwierig. Ja, aber das Netz berührt, das nennt sich Let's oder in dem Fall halt, Wie doch Lachs. Ich habe nicht X gedrückt, soweit ich weiß, oder? Nur Wow. Was haben wir eigentlich für einen schimmelig braunen Tod bitte als Netzrichter? Wo war das ein Fehler? Sag. Hehe. Ja, ich wäre nicht mehr rangekommen. Das ist mir so egal. Schwimm! Okay, dann spiel dann am Arsch. Zack. Zack. Ich bin zum Fall. Das ist immer noch so lächerlich. Nein! Einfach. Fuck, Einstein. Fünf! Hör auf! Bam! Sch-
schön geschmettert, das Ding. Und das als Antwort auf deinen Spezialball. Oh hier. Ja, weil du so viel Blödsinn machst, dann. Ja, wahrscheinlich. Ich glaube, ich soll auch aufhören, A zu spammen, wenn ich so einen Quatsch mache. Nein! Yes! Ich habe das Gefühl, der Aufschlag macht das im Vorteil. Ja, ein bisschen, ne? Wie es aber auch in der Antennis ist. Ich kann mich nicht daran erinnern, die Taste getroffen zu haben, aber meinetwegen. Und die R-Taste, ich denke, ich curve damit ein bisschen. Spiel Valucci. So für sich. Ja. Ich hatte den Chris nicht mehr, deswegen habe ich überhaupt nicht reagiert. Scheiße. Na, schwimm! Wieso ging das noch? Nein, war doch egal. Trotzdem, der war wirklich schon außerhalb des. Das Spielfeld ist. Ja, ach was. Oh, sie noch wiederholen lassen, Frechheit. Haha! Oh, schön. Das sind auch Geräusche von ihr, ey. Aber zu nett und weg mit dem Pfirsich. Als Saster aus. Brechball! Yes! So. Ich komme immer noch nicht darauf klar, dass du ab und zu mal. Ich weiß nicht, wie ich das timen muss, dass ich nicht diesen Angriff charge. Aber das passiert mir zwischendurch einfach mal. Ja, aber wenn du zu früh drückst, ne? Da muss man halt aufpassen. Da bestraft dich das Spiel hier ein bisschen, wenn du zu früh schlägst. Das ist aber, glaube ich, auch bei den alten Super-Nintendo-Tennis-Spielen der Fall und so. Dass man nicht zu früh drücken darf. What? Oh, meine erste Wiederholung, weil ich ein LED hatte. Was machst du da, ey? Jimmy zurück ins Netz. Voll durch, die Alte. Aufschlag muss vor der Ballannahme einmal aufkommen. Wir spielen hier Tennis. Oh Gott, das ist ein Spiel. Oh Gott. So für sich. Hau rein. Da, versuch ihn zu holen. Ach, hör auf. Wieso habe ich so eine Attacke da eingesetzt? Ich dachte, wenn man am Ball ist und dann die Superfähigkeit. Guck mal, ich stehe wirklich direkt am Ball. Wo hätte ich den da nicht bekommen? Ich habe mich auch schon mal gefragt, wenn er losschwimmt, warum er das tut. Yes! So. Lauf. Okay. Was machst du da nur? Hast keinen Bock mehr? Nein! Du bist überhaupt nicht klar! Da! Och, hör auf! War so ein geiler Ball. Ich bin noch zum Ball. Mach das halt auch einfach! Nein! Das hast du in deiner Angeberei! Mist! Lampf! Komm, bleiben Sie ruhig, ich rette Sie! Bist du der Bademeister oder was? Jo. Ach, la. Mann! Dass ich trickst dich aus, weil ich nochmal nach rechts hau und kommt ein. Yes. Geht's dir gut? Ich bin mit meinem Platz in der Welt völlig zufrieden und völlig im Reinen mit mir. Ich glaube nicht. Wenn in einem Wald ein Baum umfällt und niemand ist da, der es hört, welche Farbe hat der Baum? Grün, eindeutig. Na, man weiß es nicht. Bam! Bam! Schmetterell! So. Ich drück nebenbei jetzt immer X mit. Ja, gut, brauchst du glaube ich nicht mehr. Ja, ich glaube, die Wiederholung nicht abbrechen. Ich auch nicht. Oh, Metal! Naja. Ja, es war meine Freude. Möchtest du jetzt schon direkt auf die Wii-Version mit der New Play Control wechseln oder erst nochmal ein Doppel gemeinsam? Ich glaube, ich habe hiervon erstmal genug. Also auch nicht die Wii-Version noch ausprobieren? Gerade nicht, nein. Gerade nicht, okay. Gut, dann werden wir das ein andermal aufnehmen oder vielleicht doch noch später heute. Schauen wir mal. Aber es war mir auf jeden Fall eine Freude und ich bedanke mich fürs Zusehen und sage bis neulich. Bis neulich. Oh, mein Daumen tut weh. Mein Daumen tut weh? Mein Daumen tut weh. Was hast du denn gemacht? Die ganze Zeit auf dem Steuerkreuz hin und her.
Du hast mit dem Kreuz gespielt? Nicht mit dem Stick halt. Okay. Irgendwie. Ist ja leicht verrenkt.